bei der ehemaligen EU-Kommissarin Nelly Kroes, dem FIF und den zahlreichen wissenschaftlichen Communities. Open Science ist gerade in aller Munde. Man hofft sich viele Vorteile. Bessere Nachvollziehbarkeit, effizienteres Arbeiten sowie einen für alle einfacheren Zugang zu den Ergebnissen. Das alles sind zentrale Faktoren für eine innovative und demokratische Wissensgesellschaft. Doch die Bildungsprogramme an Hochschulen hinken oft noch den Anforderungen hinterher. Das Teilen von Daten, urheberrechtliche Kompetenzen oder kollaboratives und nachvollziehbares Arbeiten stehen selten im Vordergrund. Genau hier setzt unser Projekt Let's Open Science an. Wir wollen den Jungwissenschaftlerinnen von morgen offene und kollaborative Praktiken vermitteln, ein Blended Learning Konzept für ein zweitägiges Vor-Ort-Training ausarbeiten, das gleichzeitig auch selbstständiges Lernen zu Hause ermöglicht und damit alle Disziplinen ansprechen. Und wie wir das machen? Wir werden, angeleitet durch das Trainingskonzept, 8 Module ausarbeiten und als GitHub Pages online zur Verfügung stellen. Die 8 Module setzen sich aus den unterschiedlichen Bereichen des wissenschaftlichen Arbeitens zusammen. Es beginnt mit einer Einführung zu Open Science und Urheberrecht, Literaturrecherche, Projektmanagement mit Versionierung, Open Source mit Python, Datenmanagement, wissenschaftliches Schreiben, Social Media und Blogging und endet mit einem Modul speziell zu Open Science für Studierende in Österreich. Wir, das sind Stefan Kasperger, Sonja Fischbauer und Christopher Kittel von Open Science ASAP und von der Open Knowledge Österreich. Als Rahmenprogramm werden ein Barcamp und ein Hackathon organisiert. Wir erarbeiten ein WordPress-Theme mit speziellen Funktionen für Open Science und setzen mit Discourse eine Plattform für die Community auf. Das ist unsere Netzidee für 2016. Offene Wissenschaft ist bessere Wissenschaft.